Im Februar 1987 begannen die USA und Deutschland gemeinsame Forschungen mit der X-31A. Das Besondere an diesem Modell waren die Schaufeln zur Schubvektorierung rund um die Düse. Diese Schaufeln werden in den Abgasstrom geschoben und lenken ihn um. So wird die Vortriebsenergie des Flugzeugs zu seiner Steuerung genutzt und erhöht die Wendigkeit. Im Gegensatz zur X-29 dient die X-31 der militärisch nutzbaren Anwendungs- und nicht der aerodynamischen Grundlagenforschung. Triebwerk und Instrumentenbrett stammen von der F-18, das Fahrwerk von der F-16. Dieser Mischling entstand unter dem Druck sowjetischer Entwicklungserfolge. Der Westen wollte den technologischen Anschluss nicht verlieren. Man wollte ein Jagdflugzeug bauen, das einen extrem hohen Anstellwinkel erreichen konnte, ohne dass es zum Strömungsabriss kam. Ein Flugzeug, dessen Nase man um mehr als 50 Grad anheben könnte und über das man dann immer noch volle Kontrolle hätte, wäre im Luftnahkampf ein großer Vorteil. Zu den Zielen gehörte auch die Verringerung des Wendekreises. Die sehr bewegliche F-18 braucht bei Überschallgeschwindigkeit immer noch fast 5 Kilometer für eine Kehre. Jedes Flugzeug hat eine maximale Wendegeschwindigkeit und so war ein neuer Ansatz vonnöten. Mit der X-31 war es möglich, auch bei großem Anstellwinkel steuerbar zu bleiben. Bei diesem Winkel würde ein herkömmliches Flugzeug den Luftstrom verlieren und ohne genügend Auftrieb außer Kontrolle geraten. Bei der X-31 übernimmt das computergesteuerte Schubumlenkungssystem und wirkt dem Strömungsabriss mit bloßer Kraft entgegen. Der Deltaflügel und die Canards unterstützen die Wendigkeit der Maschine in dieser Stellung. Der Pilot kann die Nase in jede Richtung drehen, während sein Flugzeug sich der Schwerkraft widersetzt. Er kann die Maschine in Rekordzeit wenden und nie dagewesene Manöver fliegen. Auf diesen Flügen siegte die X-31 über das Problem Strömungsabriss. Auch ein Space Shuttle nutzt bei der Rückkehr zur Erde Deltaflügel. Ohne die Erkenntnisse aus den verschiedenen X-Projekten wäre die moderne Raumfahrt niemals möglich geworden.